Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Wie ihr vielleicht wisst, ich bin Erzieher von Beruf und ja, diese ganze Sache mit dem Virus, der gerade umher ist, betrifft mich nicht nur als Papa, sondern auch in meinem Beruf als Erzieher. Sehr, wir haben Notbetreuung, keine Frage. Und bei uns in Sachsen ist es so, dass wir ab dem 18.05. die Kitas wieder öffnen für alle Kinder. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass die Kinder verstehen, warum wir gewisse Hygieneregeln einhalten müssen, wie zum Beispiel das Händewaschen mit Seife gründlich. Und um Kindern, gerade kleineren Kindern, das bildlich darzustellen, dass sie das verstehen, wie das läuft, möchte ich euch heute einen kleinen Trick zeigen, den wir mit unseren Kindern im Kindergarten gemacht haben, um einfach, wie gesagt, die ganze Sache ein bisschen zu veranschaulichen. Dafür drehe ich die Kamera um und wir sehen uns gleich. So, was ihr alles für dieses Experiment braucht, ist ganz einfach. Ihr braucht eine Schüssel mit Wasser, etwas Pfeffer und entweder Handseife. Ich habe jetzt hier Spülmittel, das ist egal, das funktioniert genauso. Also ihr macht in die Schüssel Wasser rein, nehmt den Pfeffer und macht hier so eine ordentliche Prise Pfeffer rein. Nun kann man den Kindern erzählen, dieser Pfeffer, das sind die Viren. Viren sind halt so klein, dass man es nicht sieht, aber um das halt zu verdeutlichen, sind das jetzt mal die Viren. Jetzt nehmen wir mal an, die sind jetzt irgendwo drauf und man fasst hier mit dem Finger rein und nimmt den raus und dann sieht man, dass überall die Viren drumherum sind. Sei es, wenn ich das jetzt irgendwo abschmiere, überall habe ich dann die Viren hängen. Und das wollen wir halt vermeiden und deswegen waschen wir uns die Hände. So. Also, ich mache jetzt hier einfach ein kleines bisschen Spülmittel drauf. Das war viel schon. Also wirklich nur ein kleines bisschen, verstreichen. Und jetzt mache ich es nochmal und fahre mal hier rein. Und dann seht ihr, dass der Pfeffer weggeht vom Finger. Das heißt, mein Finger ist sauber. Und so kann man das den Kindern erklären, dass wenn man sich die Hände wäscht, dass diese Viren einfach weggehen von der Haut. Ganz simpel gehalten, aber es ist eine schöne Sache, um wirklich kleinen Kindern das zu verdeutlichen. So, ihr habt gesehen, es war nicht schwer. Wie gesagt, ihr braucht nur eine Schüssel mit Wasser, etwas Pfeffer und Handseife oder wie gesagt, jetzt in meinem Fall habe ich einfach Spülmittel. Das gleiche Prinzip. Wie gesagt, die Kinder, also gerade kleine Kinder brauchen einfach dieses Visuelle, weil die können sich nicht vorstellen, was ein Virus ist, was in der Luft rumfliegt, was krank macht. Und so kann man es halt wirklich Kleinkindern oder kleineren Kindern gut verdeutlichen, die ganze Geschichte, warum es, wie es so wichtig ist, Hände zu waschen. Ich hoffe, es hat euch geholfen ein bisschen. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Vielen Dank hier an dieser Stelle an meine Kollegin, die das auch mir gezeigt hat, weil ich fand das eine echt super Sache und ich dachte, darüber mache ich ein Video, um einfach euch vielleicht eine Hilfe zu sein, wie man Kindern, wie gesagt, solche Sachen vermitteln kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, ihr dürft das Video natürlich auch gerne teilen. Vielleicht habt ihr andere Eltern, die das versuchen, einfach weitergeben. Würde mich freuen, würde natürlich auch den anderen Eltern helfen und ja, ansonsten gerne ein Abo da lassen. Wir sind schon fast bei 1430. Ich bin mega geflasht. Klasse, super. Ich überlege, vor 2 Wochen waren wir noch bei 1400. Mega, vielen, 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 vielen Dank. Das nächste Gewinnspiel steht in den Startlöchern. Das wird kommen. Wann, weiß ich noch nicht, ob ich es erst bei den 1500 machen werde, aber es wird kommen. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.